So, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Man Secrets, der Kanal, wisst ihr ja, rund um Schönheit, Gesundheit, ja, Haartransplantation, ja, Augenlidstraffung und in der Türkei, in Istanbul. Und ein neues Video an dieser Stelle, weil es natürlich in allem Munde ist. HPV-Impfung, ja, jede Frau rennt dahin und holt sich diese Impfung. Ne? Gott hab sie selig, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe was gefunden, weil das hat jemand bei mir in die Gruppe gepostet, bei Telegram. Link ist unten in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Und ja, wir schauen mal einmal rein, ganz kurz. Und hört euch mal an, was der Dr. Rüdiger Dahlke hier zu sagen hat. Wie immer, das ist vom Welt im Wandel TV. Unter meinem Video ist dann quasi auch der Kanal verlinkt und auch das Originalvideo für die, die das voll anschauen wollen. Aber wir wollen mal kurz reingehen, weil ich das hier ziemlich interessant fand. Wie gesagt, geht um HPV, Impfung und auch HPV, woher das überhaupt kommt. Los geht's. Man wissen, da fehlt mir was. Da müsste ich was tun, um dort gesund und heil zu werden. Mhm. Was ist mit Gebärmutterhalskrebs? Naja, da ist jetzt bei uns die große Impfkampagne am Laufen. Dazu wissen wir eigentlich auch genug. Gebärmutterhalskrebs, also Zervixkarzinom, sagt die Schulmedizin, da wissen wir, wie der entsteht, durch das Papillomavirus. Also es ist eine virale Erkrankung. Für diese Aussage, dass Krebs auch viral ist, ist vor langer Zeit mal ein deutscher, bekannter Krebsarzt, ist es, ins Gefängnis sogar gegangen, ja? Heute. Ja, wen wundert's, ne? Ich meine, da ist ein Krebsarzt ins Gefängnis gegangen. Ja, was so passiert, ne? Entschuldigung, nein, danke. Das ist der Stand des Wissens, sollte man vielleicht mal feststellen. Und den armen Dr. Issels rehabilitieren. Den hat man nämlich von Seiten der Schulmedizin und der Presse öffentlich hingerichtet. So, heute Stand des Wissens. Also, und wann geht der Papillomavirus an? Ist ja auch ganz interessant. Also, Klosterfrauen haben nie ein Zervixkarzinom. Fällt auf. Israelische Frauen fast nicht, aber auch palästinensische Frauen fast nicht. Warum? Deren Männer sind beschnitten. Aha, wir wissen aus der Forschung, Papillomavirus geht nur an, wenn, schmeckt mal, das ist der Gestank unter der ungewaschenen männlichen Vorhaut. Na, ich denke, er meint jetzt nicht den Gestank, sondern eher das Smegma selbst. Was so ein bisschen aus wie Nillenkäse. Wir wollen es beim Namen nennen, Nillenkäse ist das. Ganz brutaler Nillenkäse von Männern, die sich nicht waschen. Wenn der auf den Gebärmuttermund kommt, entsteht da das Klima, wo Papillomaviren wachsen können. Also insofern würde ich den Frauen im deutschsprachigen Bereich unbedingt raten, statt einer Impfung, wo Frauen schon dran gestorben sind an dieser Impfung, würde ich unbedingt raten, bevor sie mit einem Mann schlafen, also falls er nicht ihr eigener ist, wo sie das im Griff haben, zu fragen, wollen wir Krebs machen oder Liebe? Da wird jeder Mann sagen, natürlich Liebe. Dann muss man sagen, hast du heute Morgen schon das gemacht, was du ewig geübt hast, sozusagen mit Seife? Ich finde ihn schon klasse. Ich mag ihn, danke. Das ist ein geiler Typ. Ich werde mir noch mehr Videos von ihm reinziehen. Und wenn er dann in den Augen nichts blinken sieht, dann würde ich das immer raten, das rate ich auch jungen Frauen immer, das selbst in die Hand zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, die sind ja heute auf Schaumpartys und so, die sind ja arm dran, um sich noch irgendwie so aus der Reserve zu locken. Also Schaumparty zu Hause machen, den mal richtig waschen, habe ich gute Rückmeldungen. Wir sind dann gleich im Bad geblieben, Herr Doktor, war super. Ja, geht. Also, waschen, Hygiene. Aber ich habe auch Verständnis dafür, muss ich sagen, von einer Gynäkologenfortbildung in Zypern, die ich vor letztes Jahr mitgemacht habe. Dort haben sie in Australien praktisch Zervixkarzinom durch Impfung ausgerottet. Und wenn ich so an den Film Crocodile Dundee denke, wie der Crocodile Dundee aus dem Outback in New York landet und dann ins Bidet seinen Stiefel, also seinen Fuß mit Stiefel reinhält, weil er so gar keine Ahnung hat, wofür ein Bidet sein könnte, dann glaube ich, steht es nicht so gut um die Hygiene im Outback in Australien. Da muss man sagen, bei so einem Bildungsstand offensichtlich in Richtung Sexualhygiene. Naja, jetzt wird hier irgendwas da verglichen. Das finde ich jetzt aber nicht nett da gegenüber den Aussies da drüben. Ne? Also ich denke mal, dass die das schon wissen. Ne? Also naja, vielleicht nicht die, die da im Busch leben, die ganz indigene Bevölkerung, aber ich denke mal, der normale Australier wird schon wissen, wie man sich den Schniedel wäscht. Ne? Hygiene ist es offensichtlich dann doch ganz hilfreich, diese Impfung zu haben, das macht mich nicht zu einem hundertprozentigen Impfgegner. Ich bin da einfach kritisch. Unseren Frauen würde ich raten, lieber Hygiene statt Impfung.
Naja, soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, das ganze Video packe ich euch unten in die Videobeschreibung unter meinem Video. An die Creator hier, ne, ein Kommentar reicht, dann nehme ich das natürlich auch raus, wenn das gewünscht ist. Ne. Ansonsten, das wollte ich euch eigentlich nur mal sagen. Ich fand das halt sehr interessant, weil ich das, wie gesagt, in der Telegram-Gruppe gesehen habe. Fand ich einfach super und ja, bringt das Ganze mal auf den Punkt, auch dass man überhaupt mal erfährt, wisst ihr, dass ein Doktor oder ein Arzt für Aussagen ins Gefängnis gekommen ist und es wird sich auch nicht öffentlich darüber entschuldigt oder irgendwas, ne? Aber gut, soll es schon gewesen sein für dieses Video. Ich lade mal gleich noch eins hoch, weil eine interessante Sache habe ich noch, aber dazu im nächsten Video mehr. Wie gesagt, ich bin wieder raus und ich sage das, was ich immer sage, bleibt dran. Macht einen Daumen hoch, abonniert vielleicht den Kanal und lasst euch nicht verarschen. Bis dann, ciao, ciao.